Wir sind hier auf die Mittenwalder Hütte hochgestiegen mit Bloggern, Extrembergsteigern, Bergführern, lauter Menschen, die sich mit der Outdoor-Branche auskennen, um einmal abgehoben vom Tagesgeschäft das zu definieren, was wir als die perfekte Outdoor-Jacke sehen. Und nur eine der vielen Fragen, die wir uns stellen, ist, warum wir auf der einen Seite ständig neue Stoffe herstellen und in Umlauf bringen, dabei Rohöl einsetzen, während wir maximal 20% von etwas verbrauchen, was uns täglich begegnet und danach in 80% der Fällen auf der Mülldeponie landet. Das sind Kunststoffflaschen. Aus diesen Kunststoffflaschen können wir Granulat wiederherstellen, aus diesem Granulat wieder Garn herstellen und das ganz normal in den normalen Textilkreislauf einbringen. Wir werden genau daraus jetzt Jacken herstellen, die all die Rohstoffeinsparungen eben umsetzen, die heute schon technologisch möglich sind. Wir sind eines von wenigen Laboren hier in Deutschland, die noch solche Tests durchführen können auf die Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit und Scheuerfestigkeiten und wollen eben dadurch gewährleisten, dass die Materialien, die Zusammensetzungen für die fertige Jacke auch die Anforderungen erfüllt. Wir befinden uns hier in der Produktionsstätte in Deutschland. Hier werden unsere Sympatex-Jacken hergestellt. Hier hat der Endverbraucher die Möglichkeit, eine komplett nachhaltige individuelle Jacke zusammenzustellen. Sowohl die Farbe wie auch die Ausstattung kann er frei definieren. Sympatex made in Germany. Letztendlich rufen wir zu einer Revolution auf, die Dinge endlich zu tun, die technologisch längst möglich sind, und werden beweisen, dass Performance, Nachhaltigkeit und attraktives Design kein Widerspruch ist. Und wir hoffen, dass viele unseren Ansatz kopieren. Macht uns alles nach.